der Nachbarschaft, ein bisschen so den Berg hinunter, befindet sich eine der großen Porzellanmanufakturen unseres Landes. Die höchste Porzellanmanufaktur, sie rühmt sich nämlich die zweitälteste Porzellanmanufaktur nach Meißen in Deutschland zu sein. Der Mainzer Erzbischof und Kurfürst von Ostheim hat sie in der großen Zeit des Porzellans gegründet. Und die große Zeit des Porzellans, das war das 18. Jahrhundert. 1746 hatte sie gegründet. Und dieser Kurfürst von Ostheim ist übrigens auch derselbe Kurfürst, der den Bau der St. Alban-Kirche hier in unserer Nachbarschaft noch veranlasst hat. Also ein reger Herr. Die Manufaktur ist gegenwärtig in der Krise, so kann man in der Höchster Zeitung ab und zu mal nachlesen. Zu der Zeit des Absolutismus nannte man das Porzellan auch das weiße Gold. Wie es aus weißer Tonerde herzustellen war, das war nämlich lange Zeit nur den Chinesen bekannt. Aber europäische Adelshöfe waren scharf auf das Porzellan und sie ließen die begehrte Ware zu astronomischen Preisen von dort importieren. Und dann hat ein eigentlich etwas fragwürdiger Mann, ein sächsischer Apotheker Böttger, durch Zufall das Geheimnis der Herstellung von Porzellan entdeckt. Und damit war die Geburtsstunde der deutschen Porzellanproduktion in Meißen angebrochen. Das 24-teilige gute Geschirr, das nur an Festtagen auf den Tisch kommt, es ist aus der Mode gekommen. Und Sie können heute kein 14-jähriges Mädchen mehr damit entzücken, dass Sie Ihre Aussteuersammlung zur Konfirmation schon mal als Geschenk beginnen. In unserer Gemeinde können wir diese empfindlichen Schönheiten auch nicht mehr. Robust, stoßfest und spülmaschinentauglich muss ein Gemeindegeschirr sein. Also eher ein Steinbruch als ein Porzellan und eher ein Gebrauchsware, denn ein echtes Produkt. So sieht Paulus auch tatsächlich die Gemeinde. Das ist kein edles Produkt, das muss eher eine stoßfeste Gebrauchsware sein. Denn eine Gemeinde ist keine Sammlung edler Einzelstücke, der man ihren kostspieligen Charakter schon von außen ansieht. So eine Gemeinde ist eine recht gewöhnliche Ansammlung von geerbten Einzelteilen. Ein paar Steinbrühbecher, Kuchenteller mit angeschlagenen Ecken, Tassen, die von ihrer hundertmaligen Reinigung in der Spülmaschine schon ein bisschen mitgenommen sind, Suppenteller aus der einen Serie, Speiseteller aus der anderen. Und dazwischen das eine oder andere Einzelstück, das irgendwie mal aus einer besseren Vergangenheit in den Geschirrschrank gewandert ist. Mit Sicherheit aber kann man sagen, eine Gemeinde hat auch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Stellen Sie sich vor, was für ein ausgesuchtes Publikum man anziehen könnte, wenn wir unseren Kirchencafé mit antiken Meißener Porzellan servieren würden. Da würde sich doch so manche Gestalt hier rein verirren. Nun ist es aber so, eher so wie ein Porzellangutachter, der kritisch auf dem Flohmarkt das Angebot fix taxiert, das da aus lauter Einzelstücken besteht. Und so ist Paulus auch. Er schaut auf unser Sammelsurium von Gemeinde und sagt, äußerlich macht das nicht viel mehr. Nun, man möchte meinen, dass ein Prediger den Menschen, die vor ihm sitzen, nicht doch vielleicht freundlichere Sachen zu sagen hätte. Aber dieser Vergleich mit diesen irdenen Gefäßen, das soll natürlich die Gemeinde nicht kränken. Das gilt ja nicht den Menschen ganz persönlich, die da sitzen. Ganz gleich, wer hier heute Morgen säße, jede menschliche Versammlung bekäme letztlich diese selbe Beurteilung. In Gottes Augen sind wir nämlich ein solches Sammelsurium an irdenen Geschirr. Zerbrechlich und nicht lange von Bestand. Aus seiner Sicht sind wir eine bunt zusammengewürfelte Schar aus verschiedenen Hinterlassenschaften. Und das ist ja auch das, was er will. Das ist nach göttlichem Willen so, sagt Paulus. August der Starke, der die Meißener Manufaktur gegründet hat, füllte das grüne Gewölbe in Dresden
mit den herrlichsten Porzellanfiguren, die man sich vorstellen kann. Er wollte alle Welt wissen lassen, was für ein mächtiger und glanzvoller Herrscher er ist. Er beeindruckt die Menschen mit einem ziemlich simplen Rezept mit überbordender Pracht. Dieses Rezept geht auch heute noch, es wird vor allen Dingen von Banken und Versicherungsgesellschaften wahrgenommen. Man beeindruckt die Menschen einfach durch einen gigantischen Luxus. So würden wir als Gemeinde wahrscheinlich auch gerne beeindrucken. Wenn doch jeder, der hier hereinkäme, schlicht geblendet würde von unserem äußeren Glanz, dann könnten wir uns groß und stark fühlen, wie der König August. Und stattdessen sind wir ein irgendes Geschirr, nicht mehr. Kein einheitliches Service, keine Rarität, kein Liebhaber und kein Sammelstück. Als die Gemeinde Gottes steht uns die Kraft Gottes nicht selbst zur Verfügung. Sie dient nicht dazu, dass wir uns groß fühlen. Sie ist nicht dazu da, dass unser Selbstbewusstsein erhöht wird. Wenn das Evangelium unter den Menschen wirkt, dann können wir uns das nicht persönlich zuschreiben. Das ist nicht unser persönlicher Erfolg. Auch wenn wir äußerlich nicht viel hermachen, ich hoffe, ich trete jetzt niemandem zu nahe, dass ich das so oft wiederhole. Auch wenn wir äußerlich nicht viel hermachen, wir bleiben Gottes eigener Schatz. Wir sind sein grünes Gewölbe, in dem er seine kostbarsten Stücke ausstellt. Die Architekten des Königs August hatten zu ihrer Zeit, als sie das Gewölbe bauten, kein elektrisches Licht. Und da haben sie einen Trick angewendet. Sie verspiegelten das Gewölbe. Sie zogen statt Wände viele Spiegel ein, damit das Tageslicht und ein paar Kerzen durch die Spiegel vielfach gebrochen würden. Das reichte aus, um das Gewölbe märchenhaft erstrahlen zu lassen. Spiegel, die das Licht einfingen, erleuchteten den Raum. Und der Schatz glänzt überhaupt erst durch dieses gebrochene Licht. Verlassen wir einen Moment das Bild des irrenden Geschirrs und wenden uns nochmal diesem anderen Bild zu, das Paulus gebraucht, das Licht. Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Diesen ersten Schöpfungsakt Gottes, dass er das Licht schafft, erleben wir ja im Sonnenzyklus jedes Jahr neu. Wir stecken gerade mittendrin in dieser Schaffung des Lichts. Denn je weiter man nach Norden geht, umso dunkler sind die Tage im Winter. Und im Polarkreis gibt es sogar einen Tag, der nicht Tag wird, weil die Sonne nicht aufgeht. Aber mit dem Weihnachtsfest kommt die Wende. Denn mit dem Weihnachtsfest kommt das Licht und jeden Tag wird es ein bisschen heller, so etwa 3 bis 4 Minuten. Die Wintersonnenwende, sie ist ein astronomisches Phänomen und Weihnachten als eine spirituelle Bedeutung, beide feiern die Rückkehr des Lichtes auf die Nordhalbkugel der Erde.